Hallo miteinander und willkommen zu Old World hier bei Torrengent. Das bin ich und wir spielen hier auf dem Kanal Strategiespiele, Rollenspiele und Sandbox-Spiele vorwiegend. Und ja, Old World ist wieder mal ein Spielchen, was hier in viele Kategorien einsticht sozusagen. Es ist ein 4X-Spiel, also vergleiche vielleicht mit Humankind oder Civilization. Ist auch der Grund, wieso wir das jetzt gerade auspacken wieder. Wir haben es ja schon vor einiger Zeit gespielt. Ich kann euch ja hier in der Infokarte tatsächlich mal verlinken, unser altes Let's Play dazu. Und ich dachte, na, es wird sowieso Zeit, mal wieder reinzuschauen. Das Ganze ist schon eine ganze Weile im Early Access, allerdings im Epic Games Store, wo es ein bisschen untergeht, wie halt die meisten Early Access Spiele, die dort so ein komisches Dasein fristen. Und ist ganz schwer, ist das überhaupt nachzuverfolgen ordentlich. Das Spiel hatte ziemlich viele kleinere Updates, immer wieder, ziemlich konstant. Also es gab jetzt nicht so das große Riesending, was dann irgendwie rauskam, auch wenn Multiplayer zwischenzeitlich dazu gekommen ist. Ich dachte jetzt, wo wir Humankind gespielt haben letzte Woche, wird es eigentlich auch höchste Zeit, hier den nächsten großen Konkurrenten für Civilization wieder anzupacken, nämlich Old World. Ja, und was werden wir tun? Wir werden natürlich die Römer spielen, da ist das Rollenspiel umso einfacher. Und ich hoffe, dass wir hier dann jetzt wahrscheinlich diese Woche und nächste Woche ein bisschen Spaß zusammen haben werden. Vielleicht oder wahrscheinlich derselbe Ablauf wie auch mit Humankind, dass wir so einen Mix machen aus den normalen Let's Plays, unter der Woche erscheint in Videos und eben dann am Wochenende vielleicht auch mal mit einem Livestream ein bisschen mehr. Genau, das war es, was ich sagen wollte. Und ich denke, dann starten wir auch ins Spiel, ne? So. Also, ein neues Spiel. Ihr seht, das Ganze ist auch weiterhin nur auf Englisch verfügbar. Aber ne, wie gewohnt, hier auf dem Kanal übersetze ich euch einfach das alles entsprechend so, dass ihr auch mitkommen könnt. Das Besondere an dem Spiel ist ja nochmal im Vergleich jetzt zu Humankind und zu Civilization, dass es hier einen Charakterfokus gibt. Also die Charaktere spielen hier eine wichtige Rolle und wir haben auch sehr, sehr viele Events, die dann eher in Richtung so Paradox-Spiele gehen, wo wir viele Entscheidungen treffen müssen und so. Ich fand es beim ersten Mal schon anspielen sehr gelungen. Jetzt mal gespannt, wie es diesmal laufen wird. Ja, und wie schon gesagt, wir haben beim letzten Mal hier drüben die Griechen gespielt mit Philipp. Jetzt werden wir die Römer spielen. Ihr seht, die haben alle so ihre eigenen Eigenschaften, die wir uns hier zu eigen machen können. Die Römer haben mehr Erfahrung für alle Krieger während des Kampfes. Okay, sie haben auch mehr Ausdauer, produzieren mehr Militär pro Zug, alle Städte. Unsere Start-Tags oder Technologien sind ja Steinverarbeitung, Städte und Eisenverarbeitung. Wir haben auch, das können wir mal hier so anschauen, das ist tatsächlich relativ neu, diese schöne Übersicht hier. Mit den Stats, was wir so haben, das sind eben die Tags, da sehen wir auch nochmal, was die genau geben. Ja, mit der Eisenverarbeitung, ist ja wunderschön, wir haben schon die erste XML-Fehlermeldung hier, aber gut, das ist immer noch die Access, also wisst ihr Bescheid, was das hier alles so machen kann. Dann haben wir hier unsere Spezialeinheiten, den Hastatus. Wir haben den Legionär später. Old World spielt ja tatsächlich nur, daher der Name Old World, in der Antike. Also wir werden hier nicht wie bei vielen anderen Spielen dieser Art ne, bis in die, hast du nicht gesehen, vorstoßen. Und der Stein des Mars ansonsten, der Stein des Vulkans, Stein der Venus und der Stein der Vesta sind unsere Spezialsteine wegen Göttern und so weiter. Die Familien, die wir haben, sind die Fabius-Familie, die Claudius-Familie, die Valerius-Familie und die Julius-Familie. Ihr seht, die haben alle so ihre eigenen Stärken. Das kommt daher, dass wir hier bei dem Spiel jede Stadt, die wir gründen, einer Familie quasi widmen und die herrschen dann dort auch vor Ort. Wir haben auch so ein bisschen quasi interne Grenzen dann. Das ist, ist eine ganz coole Dynamik, das hat weckt schon dieses feudal, sag ich mal, Gefühl, was man bei Crusader Kings 3 oder 2 oder 1 halt ansonsten nur hat. Genau, und ihr seht, die haben auch immer verschiedene Vorteile. Wir müssen auch immer die Beziehungen zu denen, sag ich mal, aufrechterhalten, dass sie halbwegs gut sind. Wir müssen die gegeneinander so ein bisschen abwiegen. Spiel hat viele sehr, sehr coole Seiten, was das angeht. Ja, und das ist unser erster Herrscher hier. Romulus. Und er wird das allerdings nicht bleiben. Denn auch anders, zum Glück, wie bei Civilization, ist es hier auch so, dass man eben nicht einen Herrscher quasi von der Antike oder von der Steinzeit bis in die Zukunft führt. Nein, seine Kinder werden hier dann Rom beherrschen und ihre Kindeskinder. Und das sind dann auch tatsächlich Charaktere im Spiel, die wir rumführen können. Also, soviel dazu. Genug des Vorgeplänkels. Da ich mir überlegt, ich glaube, das letzte Mal waren wir hier unterwegs auf das Thronk. Und tatsächlich ist das hier, genau, das ist das Level, auf dem die KI normalerweise spielt. Wir werden es mal ein bisschen höher ansetzen.
Ihr seht auch, wir haben auch eine höhere Kriegswahrscheinlichkeit und unsere Feinde sind aggressiver. Also, ne, es kann auch hier ganz gut in die Hose gehen. Ich wollte aber jetzt ein bisschen mehr Herausforderung. Ich wollte, dass ich ein bisschen mehr kämpfen. Und ja, gerade im Hinblick auf das, was wir bei Humankind jetzt vor kurzem hatten. So, Seaside. Ja. Also auf jeden Fall auch ein bisschen, ne, mit See hätte ich schon ganz gerne. Oder Middle East, but with a generally milder climate. Inspiriert durch den Mittleren Osten. Also eine ganze Menge See. Eigentlich wäre hier Northern Ocean auch nicht schlecht. Nee, komm, wir machen Seaside, das passt schon. Größe lassen wir mal auf Medium, würde ich fast sagen. Dass es nicht ganz so lange dauert, das Ganze. Wir können auch Advanced Setup hier noch mehr machen. Wie viele Feinde wollen wir denn haben? Immer die maximale Anzahl, hä? Die ganzen Rest lassen wir so, ne? Succession Laws und so gibt es natürlich auch. Könnten wir auch alles hier ein bisschen umstellen, aber wir bleiben mal hier ansonsten mehr oder weniger bei Standard. Auch die Siegeskondition, das wurde alles ein bisschen angepasst. Da lassen wir uns wohl überraschen, wie es laufen wird. Hier lassen wir alles an. Wir spielen ohne Mods. Und starten das Spiel tatsächlich jetzt mal. So, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, bevor ich es wieder vergesse. Ja, lasst tatsächlich doch ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt am Ende. Wenn ihr euch informiert fühlt, wenn ihr hier Spaß habt. Das hilft mir dem Kanal ungemein weiter, damit wir überhaupt gefunden werden. Wir sind ja noch ziemlich klein hier unterwegs. Ja, wäre schön, wenn ihr euch da die Mühe kurz machen würdet. Und ja, so mir quasi hier für meine Mühe danken würdet. Ansonsten, seht ihr hier, da sind wir. König Romulus, der Gründer. Das sind wir. Der Anführer Roms. Ja, Kognomen und so weiter, also auch verschiedene Namen, die man hier, ihr seht, die geben uns auch ganz bestimmte Sachen. Das ist ja alles ein super durchdachtes System. Das ist nicht nur quasi, ne, wir benennen uns hier irgendwie lustig, sondern ja, es ist sehr cool. Tatsächlich, eine der Einschränkungen beim Spiel ist, dass wir Städte nur auf solchen Stadtfeldern hier gründen können. Und ja, ich würde ja fast sagen, wir gründen einfach hier die erste. Und wäre das ja, das wäre schon mal extrem geil, wenn das hier, dieser kleine See, tatsächlich auch drüben in den Meer oder sowas führen würde. Was haben wir hier ansonsten noch? Hier haben wir schon ein paar Schweinchen. Was haben wir hier? Ja, mehr Schweinchen. Da gibt es, ja, ich meine, warum eigentlich nicht? Und eigentlich müssen wir uns jetzt auch schon wieder entscheiden. Unsere erste Stadt, welcher Familie wir die denn widmen sollen. Seht, wir haben hier natürlich am oberen Bildschirmrand unsere verschiedenen Ressourcen. Militärressourcen oder und Civics, also das kann man eigentlich auch so ein bisschen damit machen. Verschiedene Politiken können die einstellen, hier die Forschung. Und dann haben wir hier unsere ganz normalen, sag ich mal, Ressourcen. Mit Gold, mit Nahrung, mit Eisen, Stein und Holz. Dann brauchen wir alles für das Bauen von verschiedenen Sachen. Auch diese ganzen Systeme hier im Spiel finde ich eigentlich sehr gelungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch eine Sache, die, sag ich mal, nicht so normal ist im Vergleich zu anderen Spielen, ist, dass es hier dieses Order-System gibt. Also wir haben hier eine gewisse Anzahl an Befehlen pro Runde, die wir ja eigentlich verwenden können. Und wenn die aufgebraucht sind, dann können wir nichts mehr machen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir vielleicht ein paar Sachen einfach mal nicht machen können, weil wir zu wenig Befehle dafür haben. Aber das wird sich dann gleich euch bestimmt auch erschließen, falls ihr das noch nicht kennt, im Laufe der ersten paar Folgen. Genau, also der Siedler. Was nehmen wir denn als erstes? Das wären die Civics. So, ihr seht auch, die haben halt verschiedene Eigenschaften. Die können Projekte mit Geld zum Beispiel beschleunigen. Okay. Ah, wow. Die brauchen weniger Zeit, um Sachen zu konstruieren. Wieder eine plus zwei Citizens, zwei weitere Bürger würden wir hier bekommen. Die Fabius-Leute. Da starten unsere Einheiten mit einer gewissen Eigenschaft. Die Stadt verteidigt sich auch super gut. Die Staatsmänner, die Julius-Familie. Da sehen wir es eigentlich direkt. Der erste Bonus, es sind mehr Befehle. An sich super stark. Kriegen auch Treasury 1, also Schatzkammer 1 sozusagen. Das ist ein Projekt, was wir, glaube ich, durchführen können, beziehungsweise was durchgeführt wird. Und wir kriegen 400 Zwickpunkte direkt. Ja, schon
die erste Entscheidung im Spiel ist halt dann schon wieder eine schwierige. Ah. Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal die Claudius-Geschichte hier. So. Jetzt haben wir tatsächlich auch hier in der Order bezahlt. Und jetzt gibt es mittlerweile auch diese kleinen Tutorials im Spiel. Die, wenn ihr, genau, ihr seht es, ne? Das erklärt uns direkt das Order-System, wie das funktioniert. Ja. Wir müssen uns immer überlegen, was wir quasi alles einsetzen sollen. Das sieht vielleicht zum letzten Mal auch besser aus. Da gab es diese ganzen Bildchen noch gar nicht. An so viel kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. So, also was sind wir denn? Trapping? Empfohlen wird uns das hier, dass wir die Steine bauen können. Das gibt uns Kultur und hier Militär. Nehmen wir das mal. So, und hier haben wir den Arbeiter. Ja, der Arbeiter. Super wichtig. Der baut nämlich genauso wie den ganzen Oldschool-Teilen von Civ unsere Verbesserungen hier in der ganzen Gegend. Ich habe ja Leute, die das lästig fanden, aber ich bin ja jemand, der Micro mag, deswegen, ja. Finde ich das immer cool, wenn man die Leute hier rumschicken kann und ihnen ständig was zu tun gibt. Also, Verbesserungen. So, und ihr seht, die kosten uns entsprechende Ressourcen hier oben. Das sind tatsächlich die hier. Die hier oben, ihr seht, wir starten auch gleich mal den Minus bei einigen. Ja, ein Hamlet, eine Quarry. Empfohlen wird uns hier in der Mine zu bauen. Das würde schon mal unser Eisen hier ganz gut darstellen. Dann hier ein Hamlet. Und das hat keiner gesehen. So, das ist ein Wackelkontakt an meine externen Festplatten. So, und hier eine Quarry. Ja, also im Prinzip relativ einfache Geschichten. Hier als erstes mehr Nahrung. Das würde ich fast als wirklich machen. Zumal wir hier auch die Bäume wegcutten können. Ja, mach das mal zuerst. Und dann bauen wir hier im nächsten Zug direkt die Farm, beziehungsweise wir fangen direkt jetzt damit an. Und ihr seht halt, ne, man muss halt quasi nicht warten, wenn man genug Befehle hat und die Leute genug Ausdauer haben. Kann das tatsächlich also auch mehrere Sachen quasi pro Zug hier durchführen. Das sieht eigentlich auch cool aus, ne, hier mit den, mit diesen kleinen Hügelchen hier. Und hier die Felder, die quasi hier direkt in die Stadt führen. Okay, so hier drüben, da haben wir einen Goodie Hut tatsächlich. So, und was wir hier noch haben, hier haben wir einen Scout. Ja, Scouts sind fantastische Erkunder, ganz offensichtlich. So, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen austesten, was denn noch geht. Man konnte nämlich zum Beispiel Sachen abernten. Jetzt weiß ich, dass ich auch nicht mehr, ob das mit den Einheiten ging. Oder ob das mit... wir könnten noch einen General hinzufügen, ja? Theoretisch, aber wir haben, glaube ich, momentan keinen. Käse, der Taktiker. Ist sogar theoretisch verfügbar. Wird uns eine ganze Menge kosten hier. So, aber das hier abernten kann ich nicht. Okay, Infanterie. Okay, von Stadt. Ja, und schlechter Gegenbau, ne, wenn man auf Flüsse überlaufen kann. Man kann die auch alle hier, ne, benennen und so weiter. Also das ist vor allem dann später interessant, wenn wir richtige Armeen haben. Aber ihr seht, ne, wir sind eigentlich schon befehlstechnisch fast am Ende. Was wir machen können ist, ne, das hier kostet uns erstmal gar nichts. Gucken wir uns das hier an. Also mein Event, das ist verfluchtes Land. Ja, unsere Scouts berichten uns, dass sie eine Art, ja, verfluchtes Land gefunden haben. Es gibt hier keine Tiere und alles riecht irgendwie unangenehm und komisch. Ja, auch ganz komische Geräusche sind hier irgendwie zu vernehmen und ein eigenartiges Feuer scheint hier aus dem Boden zu kommen. Ja, und das stinkt doch alles. Das scheint hier irgendwie eine, also das ist irgendwie eine Schwefelgrube oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber hierbei können wir uns jetzt entscheiden, was wir damit machen wollen. Wir können das Ganze zuschütten, etwas Legitimität dafür ernten, aber 150 Steine verlieren. Ja, wir könnten aber auch versuchen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ja, das kannst du jetzt untersuchen. Ich denke, das werden wir machen. So, und damit haben wir jetzt jemanden, der sich unserem Hof angeschlossen hat. Nonus heißt der. Nonus, der Wissenschaftler. Jetzt ist er hier auf der rechten Seite. 3 Weisheit, gute Charisma, aber seine Disziplin ist nicht ganz so gut.
Ihr seht, das hat auch unter Umständen dann eine gewisse Auswirkung, wenn er irgendeine Position einnimmt. So, nur das Bonus ist eben ein Court Scholar. Okay. Ja, willkommen, Nonus, der Wissenschaftler. Was wir mit dir noch machen können, vielleicht können wir dich als Gouverneur oder sowas später einsetzen. Aber gut. Oh, da kann man sich nicht mehr bewegen. Da auch nicht. Okay. Dann. Rom in der alten Welt. Ja, wir sind König Romulus, ne? Das war tatsächlich das erste Ding. Die ganzen Tutorials warten ja auch noch auf uns bei den Events. Ah, genau, es waren tatsächlich die Erkunder, die hier auch ebenso wie Siedler und Arbeiter Ressourcen abernten können. Okay. Und das passt und wir beenden das erste Jahr, so wie es scheint. Hier bauen wir gerade schon Siedler. Wir sind 4 Jahren fertig. So, und das sind auch tatsächlich echte Jahre hier, ne? So wie Alter dann auch immer entsprechend. Dann sind wir noch 23, haben also noch unser ganzes Leben vor uns. Der Trade, den wir haben, ist Taktiker. Taktiker! So, was haben wir denn hier? Arid Hill. Also hier sind irgendwelche Edelsteine. Hier sind die Alpen. Ah, okay, das ist nochmal ein Ort, wo wir eine Stadt errichten können. Und ihr seht, ne? Je nachdem, wie weit wir den wegschicken, kostet es uns halt entsprechend. Ja. Also das sind, glaube ich, die wir übrig haben. Denn wenn wir hier hinschicken, haben wir noch 4 Befehle übrig. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das ganze Gebiet hier. Lauf mal hier hin. Okay. Hier scheint auch Wüste zu sein. Oh. Nein. Keine Ausdauer mehr. Also ihr seht, wir könnten jetzt auch 100 militärische Punkte noch ausgeben, um ihn hier noch weiterlaufen zu lassen. Ja, wieso eigentlich nicht? Geh mal da drauf. Oh. Das ist auch neu. Okay, wir haben tatsächlich einen Fluss entdeckt. Die Vistula. Wieso auf Polnisch? Ich weiß gar nicht, wie der Fluss auf Deutsch heißt. Hm. Ja, Bildungslücke, schätze ich. Ich weiß es nur auf Englisch und auf Polnisch. Okay. Ja, dann schätze ich, lassen wir einfach Vistula. Wir müssen es ja nicht Vistula-Fluss nennen. Eigentlich wird das klar sein. So, jetzt haben wir auch nochmal den Hinweis hier. Wir stehen auf einer Ressource auf Gold. Die können wir, die regenerieren sich auch mit der Zeit. So, das ist eine super Sache hier. Gold mitnehmen. Ist auch nochmal eine Order, die wir hier nehmen. Oh ja, das sieht schon besser aus. Und tatsächlich ist der Handel auch super cool gelöst. Also wir können das direkt hier oben einfach machen und es passt entsprechend die Preise an. Ist ein super einfaches Modell und total effektiv. Okay, ja, wir haben schon wieder fast, nee, wir haben alle Befehle verbraucht. Ihr seht, wir haben nur 8. Ja, und unser Krieger bleibt dann mal erstmal hier stehen. Da hinten ist tatsächlich auch nochmal eine Ruine, sehe ich gerade. Da sollte man vielleicht nächste Runde mal erstmal hinlaufen. Nein, die Assyrer. Und der hat die gerade eingenommen. Ich meine, es ist eine kleine Karte, ne? Die sind ganz schön nah dran an uns. So. Bisschen Glauben. Bisschen Essen. Da sind Barbaren. Da gibt es eine Menge Zeug hier drüben. Ne? Aha. Schafis mitnehmen. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Das auserwählte Kind. Wir finden in einem, ja, überwuchten Tempel, der mit Runen verziert ist, eine sterbende Priesterin mit einem jungen Kind. Hm. Mit ihren letzten Worten sagte sie zu unseren Erkundern, wir sollen das Kind mitnehmen und es uns bringen, denn es, ja, es hat das Schicksal, die Welt zu verändern. Wer würde denn da Nein sagen? Decimus, der Gesegnete, adoptieren würde uns den Gnet kosten, aber ja,
Prinz Decimus. Ist eigentlich ein süßer Fratz. Und auserwählt. Das ist natürlich wichtiger. Ja, wir lassen es mal. Na, ich denke, ja, werden nicht erstmal nicht weiterlaufen. Ja, diese Barbaren, das hier sind normale Barbaren. Es gibt aber auch quasi so, oder zumindest war das beim letzten Mal noch so, dass es noch zusätzlich zu den normalen Barbaren so quasi entwickelte Barbaren schon gab, mit denen man auch Diplomatie betreiben kann. Ja, auch das ist ein sehr cooles System, dass es halt zwei Arten von diesen bösen Leuten gibt. So, jetzt gehen wir hier noch einen Schritt weiter, den einen, den können wir noch mitnehmen. Und beenden das ja auch hier. Ilya the Younger, unsere Mutter. Oh. Sie hat tatsächlich Weisheit verloren. Ja, was willst du machen, ha? Huh? Was ist das hier? Ah, die wurde von jemandem abgeerntet tatsächlich. Okay. So, jetzt wissen wir ja tatsächlich, dass wir hier auch noch ein... Ja, eine Mine bräuchten, um hier gut dazustehen. Ah, Force können wir hier oben auch schon bauen. Aber mal eine Mine, ja. Bau mal eine Mine. Und da wurde auch schon abgeerntet. Schön, dass es jetzt mittlerweile ein Icon hat. Das gab es beim letzten Mal auch noch nicht. Also ihr seht, die ganzen Barbaren, die stehen hier auch auf Orten, wo man theoretisch dann Städte bauen könnte. Den Circus oder Cetus Fluss haben wir jetzt auch entdeckt. Schon wieder keine Befehle mehr. Also am Anfang ist das ziemlich knapp bei den Befehlen. Das kann sich mit der Zeit auch ändern. Das ist, genau. Die Reihenfolge. Remus. Oh. Natürlich, den gibt es ja auch noch. Spezialisten. Hm. Das kann auf dem City Screen rekrutiert werden. Okay. Geh mal hier nach Rom. Könnten hier drauf drücken. Ein Pharma-Spezialist. Ich würde auch empfohlen. Jetzt mal gucken, wie viele Siedler haben wir eigentlich. So. Dauert 3 Jahre. Also ist das nicht mal Rekrutierung. Und je nachdem, was das halt eben für Verbesserungen hier sind, können wir andere Spezialisten draufpacken. Also sind halt Priester quasi in Tempeln dann entsprechend. Solche Sachen. Ja, ich denke, der Siedler passt noch ganz gut. Als nächstes bräuchten wir vielleicht nochmal einen Arbeiter. So. So weit, so gut. Beende das, ja. Geschichten und Souvenirs. Wir haben eine weitere Nation getroffen, die Perser. Okay, sie scheinen auf demselben Weg unterwegs zu sein wie wir. Ja, verschiedene Erkunder, die sich hier quasi treffen. Ja, wie sollen wir dieses Meeting beenden? Ja, wir werden das Ganze erstmal zivilisiert hier machen. Da hinten ist Persien. Okay. Ich glaube, wir sollten relativ schnell das hier besiedeln. Ja, guck mal an. Leider ist das hier so ein... Es ist so schade, ne? Wenn das hier nur so ein Einzelübergang... Wobei, ich weiß gar nicht. Was so ein Einzelübergang wäre, da könnten wir natürlich hier so einen Kanal, hätten wir so einen Kanal per Stadt bauen können, aber naja, leider nicht. So, komm her. Nimmst du das mit? Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht besser, wenn wir hier weiter im Osten und so erkunden. Einfach nur, weil wir die anderen Leute schon da oben getroffen haben. Sieht aber sehr massiv aus, die Berge hier. Hm. Siedler ist fertig. Gehen jetzt dahin. Und eine Stadt gründen. So, ihr bleibt hier weiter stehen. Ja. Unsere zweite Stadt. Ja, wir haben den Siedler fertiggestellt. Nochmal Tutorial hier. Wir werden natürlich auch auswählen müssen, welche Familie das Ganze bekommt. Das werden wir dann sehen.
Die Barbaren kämpfen hier schon gegen die Assyrer wahrscheinlich. Und die Zimmer ist schon 4 Jahre alt. Okay. So, komm darüber. So. Family Seat, Fabius. Also wir müssen jetzt jemanden Neues dazu nehmen. Der würde ja die Julian mitnehmen momentan. Dann hätten wir mehr Befehle. Das wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Ja. Bauen wir den Sitz der Julia hier. Oh, wir haben auch den Aralseher gefunden. Limitiert. Und wir sind jetzt bei Galaxy Romulus, der Besiedler. Ah, und das sind jetzt quasi... Oh, wow. Die Dänen haben wir hier getroffen. Das sind quasi die Barbaren in dem Sinne, nur dass es halt zivilisierte Barbaren sind. Schon organisierte Barbaren, könnte man vielleicht sagen. Okay, mit denen kann man ein bisschen Diplomatie machen. Brauchen wir aber erstmal nicht. Ne? Wir werden mal sehen, wie sich das darstellt. Was ist das genau? Das ist tatsächlich Honig. Schön. In Ravenna. Vielleicht den nächsten Siedler. Ich würde ja fast sagen, bau mal einen Arbeiter. Dann werden wir uns darum kümmern, hier alles ein bisschen weiter auszubauen. Gut, jetzt sind wir hier auch. Das ist, glaube ich, genau, das ist der persische Scout. Hier gibt es nochmal Edelsteine. Und in den Alpen gibt es auch nochmal wilde Leute. Hier gibt es Fische diverse. Und die Jungs haben ja auch Silber hier. Denen. Namak Lake. Persien, ne? Schweinehirten sind das offensichtlich. Wirklich? Haben sie hier die zweite Stadt? So nah dran? Und ihr seht jetzt ein bisschen, ne? Die Außengrenze ist quasi in der gleichen Farbe, aber hier die Innengrenze, diese kleinen Kügelchen. Das zeigt also die verschiedenen Familien hier an. Okay, unser Scout. Was machen wir denn mit dir? Ein grinsender Botschafter. Vor allem ein barbarischer Botschafter auch noch von den Numidiern. Ah ja, und sie sagt, dass es bei ihnen so Brauch ist, dass man neuen Leuten, die man neu kennenlernt, Sachen schenkt. Okay. Wir akzeptieren das und werden ein Fest in ihren Ehren machen. Oder wir nehmen... Wir könnten ihnen etwas tatsächlich ihnen zurückgeben. Hört sich gar nicht schlecht an. Also wir bekommen ein Geschenk und wir geben eins zurück. Ja. Da sind die Numidia. Okay. Gönnen wir uns mal das hier. Was haben wir jetzt gefunden? Das scheint einfach nur irgendeine... Das geht Mart? Von irgendeiner Ebene zu sein hier. Oh Mann, dieses Abernten der Ressourcen, das kostet uns so viele Befehle. Echt übel. Okay, wenn wir den Zug bzw. das Jahr. Assyria, Perser. Oh. Perser sind im Krieg mit den Dänen. Und das hier sind Barbaren, oder? Ja, tatsächlich richtige Barbaren. Die sind zum Glück noch relativ weit weg von uns hier. Wir müssen uns aber eh früher oder später um sie kümmern. Ihr seht, wir haben jetzt auch mehr Befehle. Na ja, und ihr seht natürlich so ein bisschen den Konflikt. Also, die Barbaren besetzen Stadt... Orte, die Numidia besetzen Stadtorte, die Dänen besetzen Stadtorte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Unser Farmer ist bald fertig. Gib mal hier mehr Nahrung, mehr Wachstum. Oh. Okay, also wir können uns eine Frau aussuchen. Also wir können uns jemanden von den Numidiern aussuchen. Das würde uns natürlich mit denen so ein bisschen besser stellen, ne? Das wäre ein Salat.
Sevilla, die Numidierin wäre das dann. Könnte jemand aus der Julius-Familie mitnehmen? Diplomat, Agent oder Ambassador. Und sie wäre Generalkanzler. Okay. Die Asura. Abdati. Das würde uns natürlich mit den Asyrern hier besser stellen. Equestrian. Und das wäre ein Gouverneur. Sie hat Charisma und Disziplin. Oh, das wäre gut. Nimm mal eine Frau vor den Asyrern. Mal gucken, ob es das... Oh, es hat... Ich hab's direkt gemacht, okay. Queen Consort Abadi. So, jetzt haben wir auch Ambitionen. Ja, wir haben die Fähigkeit, eine Ambition auszusuchen. Also auch das so ähnlich wie bei Crusader Kings. Ja, das sind eben Ziele, die wir uns stecken können. 5 Feinde töten. 4 Städte besitzen. Geht ein bisschen Hand in Hand, hm? Nochmal kontrolliert 4 Städte. Passt ja auch ganz gut zu jemandem, der sich als der Siedler bezeichnet. Oder als der Siedler bezeichnet wird. Pferde. Warte mal, das ist tatsächlich ein... Das ist da, wo diese kleine Ruine vorhin war. Ja, das ist toll, dass wir gearbeitet haben. Ist ein bisschen spät, ne? Ja. Ihr seht hier übrigens, ne? Der findet das nicht ganz so geil, dass wir der König sind, der gute Demos. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die können nämlich hier auch durchaus irgendwelche Intrigen spinnen. Also ne, uns zum Beispiel zu töten. Das könnten wir auch machen. Das ist unsere Mutter. Naja, warten wir mal ab. Queen Consort Abadi. Sehr gut. Wählen wir den, das ja. Ah, okay, und das haben wir jetzt auch endlich. Oh. Ein freier Siedler. Das ist auch ganz cool eigentlich. Hier geht es dann immer wieder so eine, ja, Geschichten, die im Tree auftauchen. Na, der freie Siedler würde uns jetzt schon helfen, bei unserem Ziel vor allem. Dauert auch nicht lange, nur 4 Züge. Ist dann eher die Frage, wahrscheinlich dann hierhin. Das soll ja mal versuchen, unseren Krieger da runterzuziehen. Und einen General hinzufügen. So. Könnten uns selbst nehmen. Nonus der Siedler. Ja, komm. Selbst Romulus. Führ sie an. Führ sie zum Schotter. Nächste Runde quasi. Wahrscheinlich werden wir eher versuchen, die zu killen. Wobei die halt auf einer... auf einem Fluss stehen. Nee, es ist auf einem Hügel. Ja, weiß nicht, ob da einer ausreichen wird. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir werden es mal tatsächlich weiter erkunden und nicht uns hier auf Teufel komm raus um Ressourcen prügeln. Okay. Du bist soweit. Die Mine ist fertig. Und ihr seht, jetzt können wir hier diverse Schreine auch bauen. Wird uns auch empfohlen, dass wir hier einen Marsstein bauen. Ja, was bringt der genau? Militär und Kultur. Ja, ich schätze, der Stein der Venus, der würde uns... Das ist, glaube ich, Wachstum hier, ne? Ja, die Quarry wurde uns auch empfohlen, weil wir da noch kein Einkommen haben. Und das nicht vielleicht sogar die beste Variante wäre, ja? Hier eine mal zu bauen. So, nächster Arbeiter wird auch gebaut. Gut. Das Jahr wird beendet.
Aha. Hier wird bereits gekämpft. Hier wurden auch schon Ruinen aufgedeckt. Das ist Salz. Das gute Salz. Okay, und wir gehen ja wie gesagt hierhin. Jetzt können wir mal gucken, dass wir... Oh nee. Wir könnten erstmal an ihm trainieren. Wir sind ja ein bisschen stärker, dass wir den General dabei haben. 4,2, 3 und 2, 4,2. Okay. So. Sollte also eigentlich passen. Ja, und ich würde sagen, dass wir dann an der Stelle auch schon unsere erste Folge mal beenden werden nach diesem Kampf. Ihr seht, wir wurden angegriffen. Und die haben uns beschossen von da hinten. Ah, das sieht ja, das ist auch neu. Ihr seht das hier, diese schöne Darstellung hier. Die gab es vorher auch nicht. Das gefällt mir. Da ist auch nochmal eine Zusammenfassung. Ja. Aber wie dieser Kampf ausgehen wird, das sehen wir dann jetzt wirklich als nächste Folge. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Steggy-Spieler, Viereck-Spieler spielen wir die ganze Zeit auf dem Kanal. Hat super viel Spaß. Vor allem mit diesem kleinen Rollenspielaspekt, den wir hier noch mit dabei haben. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das Ganze soll hier erstmal täglich erscheinen. Immer um 15 Uhr als Video an Tagen, wo es keinen Stream gibt. Da versuche ich immer zwei Folgen zu bringen. Wird sich aber noch zeigen, ob ich genug aufgenommen bekomme. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.